ihr nicht dabei sein könnt. Mein Name ist Windtalker, ich spiele hauptsächlich Strategiespiele, Rollenspiele, Actionspiele weniger, aber auch manchmal, aber ich sag einfach mal mehr so in Richtung Strategie, Rollenspiele. Dead Age ist ein Survival-Zombie-Horror-Strategiespiel mit RPG, also Rollenspieleinschlägen, ne? Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel und schauen uns das Ganze an. Gibt es übrigens zurzeit, falls ihr es jetzt zeitnah guckt, um den 20. Mai 2017 herum für 5 Euro paar Cent bei Steam ist zurzeit im Verkauf. Profil 1. Okay, wir laden. So, wir können am Anfang hier unseren Char wählen, später auch mehr, die kann man wohl freischalten mit der Zeit, aber jetzt nur den Studenten. Keine Talente, keine Ausrüstung und wir sind Jack laut dem Ding. Wir nennen uns aber Talker. Ja, genau. So, wir starten das Spiel im normalen Modus. Zuerst wirkte die Lage harmlos. Vereinzelte Menschen klagten über Bewusstseinsstörungen, bis sich ihre Adrenalinausschüttung exorbitant steigerte. Die Wissenschaftler waren ratlos und fanden bis heute kein Gegenmittel für die Krankheit. Die Zombifizierung begann. Der Ausbruch tobte über den ganzen amerikanischen Kontinent und führte zu purem Chaos. Die Regierung und die Wissenschaftler hatten versagt. Jetzt zählte nur noch Kämpfen, um zu überleben. Prolog. Du lässt erschöpft den Blick über den Horizont schweifen und siehst in der Entfernung zahlreiche Rauchschwaden. Du kannst es immer noch nicht fassen, was in den letzten Stunden vorgefallen ist. Lilly, bist du da? Geht es dir gut? Du blickst dich hastig um, aber keine Spur von deiner Schwester. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, als der Unfall geschah. Du wurdest aus dem Wagen geschleudert und bist bewusstlos am Rand der Straße liegen geblieben. Ich muss sie finden, sie muss doch hier irgendwo sein. Auf der Landstraße stehen zahlreiche Wagen links und rechts, aber keine Spur von Menschen. In der Entfernung siehst du ein paar reglose Personen in einem Wagen. Lilly, hallo? Nein, nicht schon wieder. Etwas hatte ich bemerkt. Das hässliche Aussehen der Gestalt, die sich nähert, ist dir nicht mehr unbekannt. In den letzten Stunden musstest du viel Leid ertragen. In dem Chaos herumschreien der Menschen sind sie immer wieder aufgetaucht. Der grässliche Streuner schwankt nur langsam heran. Dennoch steigt dein Adrenalin und deine Gedanken rasen. Zuerst hastig an den Taschen deines Rucksacks. Also hier sind die Zombies wieder so Streuner und so, also die langsamen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Mögt ihr lieber die Videos, wo die Filme auch, wo die Zombies so langsam auf einen zukommen und in der Gruppe wirklich stärker sind? Oder fandet ihr das besser so, ich glaube 28 Days Later war es, ja? Und so, wo die Zombies so schnell waren und so. Oder World War Z war ja auch sowas, World War Z, wie man es immer ausspricht mit dem Brad Pitt. Da sind die auch gerannt wie blöde, ne? Was findet ihr besser? Deine verschollene Schwester, suche nach deiner Schwester, Belohnung 25 Erfahrung. Das ist unser Auftrag zurzeit. Wir sollen ins Inventar gehen. In diesem Bildschirm bereitest du dich auf den Kampf vor. Zuerst musst du deine Waffe an den Knüppel anlegen. Du beschließt dich auszurüsten und anschließend zum Kampfgeschehen zurückzukehren. Gut. Hier sehen wir unser Leben. Genau. Hier unsere Stärke, Wahrnehmung. Aha, Schadensoutput ist das. Konstitution, mehr Lebenspunkte, okay. Reflexe, schneller angreifen, hilfreich sein, okay. Und Intelligenz, Schaden bei Giftsplitter, Feuerschaden, okay. Nahkampfschaden, okay, alles klar. Jo, dann rüsten wir den Knüppel aus. So. Der Untote kommt langsam näher, du hörst ein dunkles Gurgeln. Noch vor ein paar Stunden hast du mit angesehen, wie dein Bruder von so einer Bestie zerfleischt wurde. Es verging keine Minute, da verwandelte er sich. Gut, wir haben uns ausgerüstet, wir sind allein. So, die verschollene Schwester, dann geht's mal hier weiter mit Angriff. Als du deinen Bruder abwehren musstest, hattest du genau diesen Knüppel in der Hand.
Fleischfetzen markieren immer noch die Stelle, mit der du ihm seinen Schädel eingeschlagen hast. Ja. Toll. So, hier wir, da der Zombie. Und da hinten sind noch andere im Hintergrund, aber die mischen sich nicht ein. Also Nahkampf, Angriff und wir wählen jetzt ihn an, den angeschlagenen Streuner. Treffer. Jetzt greift er an und haut uns gleich mal einen Crit rein. Zombies können zäh sein, das hast du gerade feststellen müssen. Der Untote konnte dich sogar kritisch verletzen. Du erinnerst dich daran, dass du noch eine andere Waffe im Rucksack gelassen hast. Okay, dann Rucksack. Dir kommt der Gedanke, dass du im Kampf jederzeit die Waffe wechseln kannst. Manchmal könnte das lebensnotwendig sein. Du rüstest dich mit der alten Glock deines Vaters aus und kehrst anschließend zurück. Okay, die Glock. Aha, aha, okay. Ausrüsten. Munition dazu. Ausrüsten. Und zurück. Du realisierst, dass das Anlegen der Waffe Zeit gekostet hat, die der lebende Tote nutzt, um erneut anzugreifen. Ah, stirb endlich, du Bestie. Du kannst dich kaum noch vor Schmerzen auf den Beinen halten. Jede Waffe bietet eigene Fähigkeiten, nachdem du sie angelegt hast. Mit letzter Kraft zielst du mit deiner Pistole auf seinen modrigen Körper. Pistole, Angriff, Streuner, tot. Du hattest Glück und konntest ihn mit deiner Waffe außer Gefecht setzen. Jeder Schuss kostet Munition, die du viel zu selten zur Verfügung hast. Wenigstens findest du etwas Nützliches bei der nun wirklich toten Leiche. Wir finden ein Unterhemd. Level 2 hat wohl ein bisschen mehr Schutz, so wie das aussieht. Wir nehmen es. Der Schuss hat noch andere Untote in deiner Nähe angelockt. Sie wittern den Duft von frischem Fleisch und schlürfen gurgelnd auf dich zu. Du nutzt diese Zeit, um dich auszurüsten und wühlst in deinem Rucksack. Wieder ins Inventar. Das blutverschmierte Unterhemd reduziert den Schaden etwas, den du durch die Untoten abbekommst. Ausrüsten. Okay, jetzt haben wir hier ein Unterhemd an. Wir haben den Knüppel, wir haben eine Waffe, wir haben Munition. Kampf. Die Untoten haben dich erreicht. Mit wenig Energie und nur noch einigen verfügbaren Schüssen verteidigst du dich. Angriff. 3 gegen 1. Es gibt einen gebissenen Passanten, angeschlagenen Streunern, gebissenen Passanten. Uneffektiv. Ganz klar. Oh, ich bin gerade verhaut. Fahr zur Hölle. Der Sheriff ist in der Stadt. Ui. Ich glaube, der hat uns gerade gerettet. Ein Hemd. Was haben wir denn hier? Bisschen mehr Schutz, gell? Nehmen. Der bewaffnete Fremde strahlt eine innere Ruhe aus. Die Kleidung des Sheriffs gibt dir das Gefühl, einen Mitstreiter gefunden zu haben. Du solltest besser mit mir kommen. Ich kann dringend noch ein paar Leute gebrauchen. Ich würde sagen, der Sheriff ist Rick Grimes. Danke, aber ich suche meine Schwester. Sie ist einfach im Chaos verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Bist du sicher, dass sie noch lebt? In den letzten Stunden sind hier mehr Menschen gestorben als an jedem anderen Tag in der Geschichte. Sie wird sicher noch leben. Sie ist zäh. Ich war besinnungslos und bin gerade erwacht. Keine Spur von ihr. Der Highway ist durch die vielen stehen gelassenen Autos blockiert. Lass uns erstmal die Straße entlang laufen. Dann suchen wir sie gemeinsam. Hier, etwas Munition und ein Medikit für dich, Kleiner. Wie ist denn dein Name? Neue Quest, die helfende Hand. Okay. Mit Kleiner hat er wohl recht, denkst du innerlich, als du deinen Rucksack öffnest. Deine Zeit als Student war nicht gerade mit Erfahrungen verbunden, die dir bei diesem Chaos helfen könnten. Du weißt, dass du dieser Situation eigentlich nicht gewachsen bist. Mein Name ist Windtalker. Wo wollen wir überhaupt hin? Nicht weit von hier entfernt befindet sich unser Camp. Da kannst du dich erstmal ausruhen, Windtalker. Okay, der Name Windtalker passt hier natürlich irgendwie nicht. Du schließt dein Medikit zu nutzen. Das medizinische Inventar ist limitiert, sodass nur eine begrenzte Anzahl an Medikits und Spritzen mitgenommen werden können. So, medizinische Hilfe. Medizinischer Koffer. Benutzen.
Ausrüstung. Jetzt haben wir wieder volles Leben wahrscheinlich, gell? 300, 300, jawohl. Jetzt solltest du deine Munition nachladen. Du kannst halbleere Munition miteinander kombinieren und packst deshalb die Pistolenmunition zusammen. Kombinieren. Du hast noch ein besseres Hemd gefunden, während das Unterhemd nur den Schaden reduziert, erhöht sich mit dem neuen Hemd zusätzlich deine Stärke und damit der Nahkampfschaden. Du wählst den Brustslot aus. Nachdem du den entsprechenden Slot ausgewählt hast, werden nun Gegenstände angezeigt, die zum Brustslot passen. Auf diese Weise kannst du deine Gegenstände filtern. Du wählst das neue Hemd aus und kehrst zum Kampfgeschehen zurück. Sehr schön, wir haben jetzt ein Hemd. Ah, dadurch ist unser Nahkampf auch verstärkt. Alles klar, so sieht es dann aus. Okay. Die helfende Hand. Reiche das Camp. Und immer noch Lily finden. Okay. Das ist eine untote Krankenschwester. Man muss die Beste kennen, bevor sie effektiv getötet werden kann. Du erfährst mehr Informationen über die Gegner, indem du ihren Namen anrufst. Untote Krankenschwester. Die untote Krankenschwester geht immer noch ihren Instinkten nach und heilt andere Zombies. Zusätzlich benutzt sie eine Giftattacke. Und dann haben wir noch den angeschlagenen Streuner. Der Streuner kann mit Doppelkralle empfindlich Schaden austeilen und mit Spuckengiftstarten ausüben. Mit Immunität ist er immun gegen K.O. und Betäubung. Alles klar. So, sie ist ja schon ziemlich angeschlagen. Pistole, Angriff und tote Krankenschwester, tot. Schaden. Pistole, Angriff, Steuerung. Danke. Kaum noch Leben. Nahkampf, Angriff, Streuner. Okay, der wechselt an sich von selbst dann auf den Knüppel im Annahmenkampf sozusagen. Gut zu wissen. Du bemerkst, dass du stärker geworden bist. Das wäre ein guter Zeitpunkt, über deine Fähigkeiten nachzudenken und Skills auszuwählen. Okay, wir haben 7 Punkte auf Kampfskills und Jobskills. Mütze. Ja, also wie das meiste Skills machen. Ein Überlebender kann aus einer ganzen Auswahl an Skills wählen. Du hast Skillpunkte erhalten, die du für deinen Kampf- und Jobskills verwenden kannst. Du wählst einen passenden Skill aus und kehrst anschließend zurück. Okay, mal kurz der Ton weg, kein Problem. So, wir sind jetzt hier. Wir können jetzt Kampfskills und Jobskills verbessern sozusagen. Alles klar. So, Nahkampf, Pistole, Sturmgewehr, Techniker, Sanitäter. Plündern kommt danach, okay. Also ich könnte jetzt meinen Nahkampf. Also nur 7 Punkte haben wir zur Verfügung. Ich kann Nahkampf jetzt richtig hochsetzen oder Pistole mit. Ich gehe jetzt auf Pistole voll hoch. Ja. Achso, das ist Kosten 2, Kosten 3, Kosten 4, Kosten 5.
Ah, ich kann bis zum Beinschuss gehen. Okay, dann machen wir das so. Übernehmen. Aha. Plündern erzählt er mir noch was. Mütze nehmen. Ihr findet eine Kiste. Der Deckel scheint mit dem Inneren verdrahtet zu sein. Versuchen zu öffnen. Der Windtalker hat 40% Chance, der Sheriff 55. Sheriff geht zu der Kiste und untersucht sie genauer. Entschuldigung. So. Puh, das war schwer, aber ich habe es geschafft. Was haben wir denn? Material. Windtalker, pass gut darauf auf. Dollars kannst du vergessen. Denn Material ist unsere Währung. Mit Material wirst du im Camp Gegenstände beim Händler tauschen können. Okay, gut zu wissen. Ihr verlasst den Highway und bahnt euch einen Weg durch den Wald. Die Untoten sind zum Glück rar gesät. Nur vereinzelt tauchen welche auf, die der Sheriff mit einem satten Schuss aus einer Schrotflinte erledigt. Hältst du noch durch? Wir sind bald da. Noch keine Spur von meiner Schwester. Wo könnte sie bloß hin sein? Wenn sie Glück hatte, traf sie auf Überlebende, die irgendwo Unterschlupf gefunden haben. Unser Camp wäre auch eine Möglichkeit. Dort kannst du dich gleich erstmal ausruhen. Shops gehen. So, Survival. Erhöht den Joblevel des Jägers und damit den Ertrag der erjagten Nahrung. Erhöht den Joblevel des Schmieds. Erhöht die Chancen, bei Jäger-Events erfolgreich zu sein. Okay. Handwerk. Erhöht den Joblevel des Ausrüsters und Büchsenmachers, schaltet neue Crafting-Rezepte für und erhöht die Qualitätsstufe der gecrafteten Gegenstände. Medizin. Erhöht den Joblevel des Arztes und schaltet neue Crafting-Rezepte frei. Erhöht die Chance, bei Arzt-Events erfolgreich zu sein. Wachsamkeit. Erhöht den Joblevel des Wächters und verbessert damit die Abwehr von Einbrüchen und Angriffen der Plünderer, Punks und Untoten. Erhöht die Chance, bei Schlösserknacken-Events erfolgreich zu sein. Erhöht Blockschuss von 2, mehr Resistenzen, erhöhte Verteidigung, erhöhte kritische Treffer von 2. Was machen wir? Wir sollten ja wirklich dann schauen, dass wir hier auf 1 gehen. Ne? Wir machen Survival. Übernehmen. Wir haben das Camp erreicht, aber ich glaube, unsere Waffen haben eine ganze Horde Untote aufgescheucht. Quest erfolgreich, die Heilung in der Hand. Wir haben XP bekommen. Manchmal trifft man auf eine Horde und muss mehrere Wellen überstehen. Diese Kämpfe sind herausfordernd, doch es gibt hier sogar Waffen, Munition oder bessere Kleidung zu plündern. Wir müssen das Camp bewachen. Sie dürfen nicht durch den Eingang. Aber wie sollen wir das realisieren? Das sind viel zu viele. Ihr habt Glück, dass ich euch rechtzeitig gesehen habe. Hättet ihr es denn gerne, meine Herren? Trish, das trifft sich gut. Los, kommandiere sie, Windtalker. Was denn, ich? Trish besitzt schon einige fortgeschrittene Skills. Um jedoch den mächtigen Skill Brennende Salve benutzen zu können, fehlen noch 2 Aktionspunkte. Aktionspunkte AP werden jede Runde um 1 Punkt erhöht. Oben links werden die aktuellen AP angezeigt. Komplexe Skills verbrauchen mehr Aktionspunkte. Der Skill Kampfbereitschaft, der die Verteidigung verstärkt, erhöht sogar die AP um 1. Wähle ihn aus. Ja, ich schätze mal, wir sollen den Kampf, gell? Noch kurz Inventar. Mütze, die kann man noch anlegen. Gut. Okay, wir haben jetzt 34 hier. Ich glaube, Konstitution haben wir leicht erhöht, gell? Lebenspunkte auch. Aha, Fernkampfschaden ist verbessert und Nahkampfschaden auch. Alles klar. Habe ich jetzt noch nichts? Okay. Kampf? Kämpf verteidigen. Und wir müssen immer noch unsere Schwester finden. 2 Wellen kommen. Alles klar. Welle 1 von 2. So, Trish. Sanitäter. Kampfbereitschaft. Trish. Aha, okay. So. Pistole. Angriff. Das ist der gebissene Passant. Sehr schön, weg ist er.
Okay, Trish hat nun genügend AP. Jetzt ist es ihr möglich, den Skill Brennende Salve zu benutzen. Dieser mächtige Fernangriff kann mehrere zufällige Ziele Schaden zufügen. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht auf einen, ne? Sturmgewehr? Also, so will es jetzt, okay. Alle Feinde. Okay. Nett. Was zum... Nein, das darf nicht wahr sein. Verbittert schaust du dir deine neuen Gegner an. Unter den langen, zersausten Haaren siehst du das verwahrloste, blutige Gesicht deiner Schwester. Sie hat es nicht geschafft. Das ist sie. Was ist mit ihm los? Er hat gerade festgestellt, dass er seine Schwester verloren hat. Lily. Okay. Sanitäter, Kampfbereitschaft, Trish. Lass dich nicht fertig machen. Sie hat nicht mehr deine Schwester. Sie ist nicht mehr deine Schwester. Begreife das doch. Das begreift man nie. Schockiert gehst du besinnungslos zu Boden, kannst nicht agieren. Zum Glück kann Trish die Schmerzen lindern, weil sie den Skill Erste Hilfe besitzt. Dieser Skill kann jedoch nur mit Sanitäterspritzen angewendet werden. Der war ein schöner Schuss vom Sheriff. Haut er mich noch am Boden, der Sack. Trish, Sanitäter, Erste Hilfe, auf mich. Danke, Trish. Okay. Sehr schön, einer ist schon mal weg. Die hauen mich, wenn ich am Boden liege, das ist voll fies. Trish ist dran, Sturmgewehr. Brennende Salve, alle Feinde. Danke fürs Vergiften, Schwester. Nahkampf, Angriff, der Gebissene. Trish ist dran, Sturmgewehr, Angriff, Lady. Sehr schön. Es tut mir wirklich leid um deine Schwester. Was sage ich? Sehr schön. Okay, Quest erfolgreich. Campangriff, verteidige das Camp. Halt jetzt durch, Windtalker. Wir haben Werkzeuge gefunden. Wir nehmen sie mit. Tag 1. Das bedeutet jetzt auch übrigens, erster Tag, jetzt ist der erste Speicherpunkt. Was jetzt hier auch steht. Es ist nicht möglich, da wir ein Survival-RPG spielen. Okay, mit Bedacht. Erschöpft wachst du auf und blickst in das hübsche Gesicht von Trish, die sich mit mitfühlendem Blick auf die Bettkante gesetzt hat. Sie umarmt dich tröstend, doch du wehrst jegliche Versuche ab, über deinen Verlust zu reden. Jetzt willst du im Camp helfen. Windtalker, wir brauchen neue Waffen. Sprich mich in der Bar an, wenn du mehr wissen willst. Okay. Eine neue Person kommt in die Bar und nickt Trish freundlich zu. Über Nacht hat er es allein ins Camp gefunden und ist deshalb sichtlich gut gelaunt. Na ihr beiden, ein neuer Tag liegt an und ich habe mächtig Hunger. Wie wäre es, wenn wir heute etwas dagegen unternehmen, hm? Windtalker könnte dich begleiten. Die Nahrung ist tatsächlich knapp. Erkunde doch gemeinsam den Highway und lernt euch kennen. Bill schaut dich mit erwartungsvoller Miene an. In der Bar kannst du mehr über Bills Vorhaben erfahren. Okay, Reisen geht zwar schon Herausforderungen. Wir haben Optionen hier. Wir haben die Jobs und Händler. Händler. Der Händler kauft und verkauft Ausrüstung gegen Material. Er bekommt alle drei Tage neue Lieferungen. Wähle dafür neue Waren. Kleine Regenerationsspritze. Regenerationsspritze. Sanitätermunition, Schrotpatronen, okay. Waffenaufrüstkit, Kleidungsaufrüstkit. Das verkaufen wir. Hier. Wir haben 14 Material und die kostet 9 Material. Die kostet 15, also wir kaufen die hier. Ah. Herausforderung, Shop, Neukunde. Okay, wir gehen zurück. Jobs. Mhm. Okay, wir können hier also dann einteilen später. Schmied, Arzt, was brauchen wir dafür? Jäger, Wächter, Büchsenmacher oder Ausrüster. Okay. Oh, wir haben hier Kampfskills.
nichts bis daher. Kosten 4, Kosten 7. Wir haben ja hier auf Survival sind wir hier gegangen. Das kostet mich 2 Punkte. Kampfskills. Sollen wir uns hier langsam vorarbeiten mit der Pistole bis zum Kopfschuss? Wachsames Auge. Wir probieren es mal. Okay, das übernehmen wir. Wir haben noch einen Punkt. Wir haben jetzt hier im Survival. Wir machen hier mal noch einen Blockchance erhöht. Resistenzen, Verteidigung. Ich mache mal hier Survival und Wachsamkeit. Jo. So. Wir gehen in die Bar. Wir haben 320 Leben, Erfahrung ist da, okay, und dann haben wir noch den Bill. Bill braucht was zu beißen. Plündere mindestens 3 Kofferräume tagsüber auf dem Highway. Okay. Trish. Krafte eine Waffe Uzi. Erzeuge 3 alte Waffenteile. Alte Waffenteile, okay. Alles klar, man kriegt hier auch immer Erfahrung und Werkzeuge dafür. Bill ist ein stämmiger Überlebender, der große Interesse daran hat, möglichst viel essbare Ressourcen für das Camp zu gewinnen. Er will sich dir als Partymitglied anschließen, um den Highway tagsüber zu erkunden. Reden. Auftragsdetails. Was genau willst du unternehmen? Wir haben hier viel zu wenig zu essen. Du und ich begeben uns auf Patrouille auf dem Highway und untersuchen die verlassenen Autos, bis wir wieder fürs erste genügend Nahrung haben. Klingt akzeptabel. Sollte nicht zu schwer sein. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehen uns die Vorräte aus. Hungrige Überlebende verlieren jeden Tag Energie, bis sie elendig verrecken. Lass uns das bloß nicht erleben. Also ich würde vorschlagen, Windtalker, du nimmst mich in deine Gruppe auf und wir finden gemeinsam ab ein paar feine Kofferräume. Verhältnis zu Trish und Sheriff. Wie hast du Trish und den Sheriff eigentlich kennengelernt? Es ist noch nicht lange her. Als der Ausbruch an diesem Ort begann, suchte ich ein Versteck im Wald. Wir trafen uns hier im Camp, nur zufällig. Ich hoffe, sie schaffen noch mehr, die Zuflucht zu finden. Ah, jetzt schaffen noch mehr. Aber dann brauchen wir auch mehr zu beißen. Ende. Bis später. Party Billinger zurück. Wir reisen. Highway tagsüber. Du betrachtest Bill, der eifrig nach geeigneten Fahrzeugen die Augen offen hält. Die Suche nach Kofferräumen leerstehender Autos. Du machst dich auf den Weg, mit dem üblen Gefühl im Bauch fast allein gegen eine Übermacht zu stehen. Okay, Bill und ich. Bill hat eine Schrot dabei. Jetzt wird's ernst, Windtalker. Ich kann mit der Schrotflinte umgehen, aber in Munition habe ich nur einige Schuss. Wir sollten später lernen, Munition selbst zu craften. Außerdem solltest du an meine anderen Fähigkeiten denken. Kampfbereitschaft sorgt dafür, dass ich schneller über Aktionspunkte verfüge und sich der Schaden gegen mich reduziert. Okay, ich bin zuerst dran. Pistole. Beinschuss. Gegen den Zombie-Cheerleader? Oder gegen der gebissene Passant wäre halt schnell weg. Ne? Zombie-Cheerleader. Gut. Das geht über Sanitäter, Kampfbereitschaft, Bill. Faules Erbrochenes, nicht ganz lecker. Na gut, das war relativ schwach. Okay. Pistole, Angriff, gebissene Passant. Schrotflinte. Streuschuss würde beide treffen. Angriff, gebissene Passant. Gut. Ah, moderater Schaden. Ich mache Nahkampf, Angriff, Sieg. Gut. Bill, Nahkampf, Angriff, Zombie. Okay. Ja, ja, faul da nur rum. 92 Punkte, Pistole, Angriff. Okay. Der Zombie. Ah, jetzt liegen sie nieder jetzt gleich. Ja, das ist moderater Schaden, das geht. Nahkampf, Angriff, Zombie. Nee, Alte. Gut gemacht. So. Gebissener Passant, Passant.
Ich habe ein paar Punkte verloren. Er hat irgendwie verloren. Okay, ich habe eine kleine Regenerationsspritze dabei. Habe ich das jetzt plündern? Nehmen? Okay. Ihr entdeckt einen LKW, der sich ohne Probleme öffnen lässt. Ein LKW ist der ideale Fundort für Materialien, Werkzeuge und manchmal sogar Ausrüstung des LKW-Fahrers. Vorsicht vor Plünderern. Durchsuchen. Verbandszeug. Yes. Sehr schön. Okay, aber Kofferräume haben wir noch keine erwischt bis jetzt. Gegen 2. Ich zuerst. Der Schlipsträger hat 160, die Zombie-Cheerleaderin 220. Beinschuss. Sanitäter, Kampfbereitschaft B. So, Pistole, Angriff, Zombie-Cheerleader. Okay. Denk ich jetzt irgendwie. Ich mache jetzt den Nahkampf auf die Zombie-Cheerleader. Ah ne, er war das. Okay. Ah, ich war jetzt irgendwie betäubt oder so, hä? Pistole, Beinschuss, Schlipsträger. Schrotflinte, Angriff. Nahkampf, Angriff. Nahkampf, Angriff. Gut, weg ist er. Alte Kleidungsstücke, Crafting-Material. Ah, wir sind beide wegen angeschlagen. Ein abgestellter Polizeiwagen. Der ideale Ort, um Waffen oder Ausrüstung zu finden. Es könnte allerdings auch gefährlich werden. Durchsuchen. Ah, oh, Kofferraum etwas Munition. Gewehrmunition. Nehmen. Inventar. Party. Gewehrmunition Messing. Okay. Kampf. Die Krankenschwester und gebissener Passant. Und die haben beide wenig HP. Kampfangriff, Krankenschwester. Du gehst auf Kampfbereitschaft. So. Dann mache ich wieder einen Nahkampfangriff auf den gebissenen Passant. Und du versuchst den Streuschuss. Jetzt machen wir selber fertig im Nahkampf. Dass ich ihn rein kann. Nahkampf, Angriff, der Passant. Sehr schön. Alte Waffenteile, Crafting-Material haben wir hier gefunden. Nehmen. Entdeckt einen Schulbus, der glücklicherweise schon geöffnet war. Ein geöffneter Schulbus ist der ideale Fundort für Snacks, Werkzeuge und manchmal sogar Ausrüstung des Busfahrers. Vorsicht vor Plünderern. Ich suche. Flipflops. Wir haben Flipflops gefunden. Geil. So. Ich trage jetzt Flipflops. Weil vorher hatte ich wohl keine Schuhe.
Wir haben immer noch keine Kofferräume geplündert. 7 und er hat mich K.O. geschlagen. Der Schlipsträger ist etwas stärker. Du musst. Obwohl. Vielleicht kriegen wir ihn. Ah, mit dem nächsten Angriff. Okay. Gut, einer weniger. Gut. Pistole, Bein, Schlips. Nahkampf, Angriff, Schlips. Jetzt ist er bewusstlos. Nahkampf, Angriff, Schlipsi. Ich glaube, wenn sie dann wieder Schaden bekommen, dann können sie wieder eingreifen, so wie das aussieht. Nahkampf, Angriff, Schlips. Nahkampf, Angriff, Schlips. Ich würde sagen, den Schlipsträger nennen wir ab jetzt Slipträger. Jetzt habe ich noch 224, er hat 211. Wieder Waffenteile. Pickle findet ein passendes Auto, welches ihr durchsuchen könnt. Du beschließt, so leise wie möglich zu sein, um keine Untoten aufzuschrecken. Okay, wir finden ein verlassenes Auto. Der Kofferraum könnte etwas Nützliches. Wir finden einige Dinge. Nahrung. Sehr gut, unser erster Fund. Mein leerer Magen freut sich schon. Noch kein Grund, eine Party zu feiern. Gehen wir weiter und sei bitte leiser. Tut mir leid, wenn ich nervös bin, rede ich irgendwie lauter. Ja, ja, ja. Aber wir haben hier bald immer wieder eins hoch. Krankenschwester, angeschlagener Streuner. Pistole. Angriff. Schrotflinte, Angriff. Perfekt. 35 Pistole, Beinschuss, Streuner. Uneffektiv gegen Streuner, okay. Nahkampf, Angriff, Streuner. Uneffektiv, okay. Pistole, Angriff, Streuner. Alles klar. Schrotflinte, Angriff, Streuner. Alles uneffektiv gegen den, okay. Jetzt krieg ich mir in dem Nahkampf. Gut, weggemacht. Spritzen, Crafting Material 201, 204 noch. Ich bin aber bald Level Up. So, Bill braucht immer noch was. Angriff. Okay, das ist ein gebissener Passant. Und der Angeschlagene. Er blockt. Sunny, Kampf, Bill. Doppelkralle. Halb so schlimm. Nahkampf, Angriff auf den gebissenen Passant. Schrotflinte, Streu, alles. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier? 110 Pistole, Angriff. Uneffektiv. Nahkampfangriff. Ah, geblockt ist gut. Ich möchte Munition sparen. Sehr uneffektiv. Aber jetzt müssen wir ihn noch niederkriegen, oder? Yes. Materialien. Ich bin aufgestiegen, habe ein Level Up. Da kriegt man aber keine Lebenspunkte. Alles klar. Super. Noch 162. Okay, nehmen. Die Gruppe entdeckt einen Polizeiwagen auf einer Brücke. Der Wagen droht herunterzufallen. Er könnte Waffenteile, Patronenhülsen oder Munition erhalten. Vorsicht vor Plünderern. Stoppen. Okay.
Na toll. 119 Sanität. Rucksack. Die benutze ich. Kampfskills. Übernehmen. Jobskills. Drei. Zurück. Jetzt haben die 128. Schaut. Er hat keinen Schuss mehr. Attentäterin oder Schützin? Schützin. Oh Gott. Okay, das geht. Windtalker, Pistole, Kopfschuss. Schütze. Na, ganz geil. Techniker? Sunny, mach du das? Rucksack. Alles klar. Okay, Nahkampf, Angriff, Schützin. Sprengfalle vor. Windtalker, Pistole, Kopfschuss. Sunny, Kampfbereitschaft, Bill. Na, ganz klar. Das sieht aber sehr schlecht aus gerade. Oh Mann. Nahkampf, Angriff, Attentäterin. Na toll. Nahkampf, Angriff, Attentäterin. Nahkampf. Angriff. Wer bin ich auf die Schützin? Nahkampf, Angriff, Schützin. Nahkampf, Angriff, Schützin. Nahkampf, Angriff, Schützin. Yes. Aha, Sprengfalle auf sich. Windtalker. Haben wir noch was im Rucksack? Spritzen, Crafting-Material, Kampfskills, Jobskill. Und jetzt die Pistole bis hier. Ein Punkt hier rein. Ein Punkt da rein. Übernehmen. Zurück. Sanitäter, Kampfbereitschaft. Bill. Also die hat jetzt hier die scheiß Sprengfalle gelegt. Sanitäter, Kampfbereitschaft, ich. Ja, das war schwach. Erhöhte Verteidigung, okay. Sanitäter, Kampfbereitschaft, ich. Und wir gucken mal, ob die Falle von allein. Vorhin ist sie auch von allein weggegangen. Yes. Ich die wieder eine Sprengfalle. Okay, jetzt weiß ich, wie stark. Boah, du musst durch, gell? Ja. 74, ne? Thank you.
Oje, oje. Nahkampf, Angriff. Oh, die verliert mit. Ah, die funktioniert nicht immer. Pistolenmunition, 4 von 4. Let's nehmen. Inventar, Ausrüstung. Ausrüsten. Sehr schön. Wenigstens wieder ein paar Schuss. Okay. Ja. Zombies. Na klasse, gleich ein Crit. Pistole. Kopfschuss. Okay. Nahkampf, Angriff, Schlips. Toll. Windtalker, Pistole, Kopfschuss, Schlips. Nahkampf, Angriff, Schlipsi. Super. Ich glaube, wir sterben. Pistole, Kopfschuss, Schlips. Okay. Der Schlips hat noch 69. Nahkampf, Angriff. Windtalker, Pistole, Kopfschuss. Zombie Chili. Okay. Nahkampf, Angriff, Schlips. Nein, ganz geil. Nahkampf, Angriff, Schlitz. 2:15, 48, toll. Nahkampf, Angriff, Zombie. Gebrochenes. Na klasse. 29. Nahkampf, Angriff, Zombie Cheerleader. Oh oh. Nahkampf, Angriff, Zombie. Nahkampf, Angriff, mach den Zombie weg. Boah. Alte Kleidungsstücke, ey. Wollt ihr mich verarschen? Ja, öffnen wir den Kofferraum. Einige Dinge, wieder Nahrung. Okay, wir gehen zurück, das bringt ja nichts. Zurück. Ja. Tag 2. Boah. 4 Nahrung, 4 Materialien, 14 Werkzeuge, 1 Gegenstände erschaffen, 0 Verbrauch Nahrung, 3. Okay, Trish. Boah. Ein stattlich aussehender Mann fährt in das Camp und möchte ein Geschäft mit euch machen. Er verlangt ein Werkzeug und bietet dafür etwas an. Regenerationsspritze verfügbar, Werkzeuge 3. Vorschlag annehmen. Der Tag bricht an, die Überlebenden regenerieren 20% ihrer Lebenspunkte. Klasse. Der Sheriff, ich hoffe, du hast dich eingelebt, Windtalker. Noch ist das Camp sicher, aber ich habe das miese Gefühl, dass es nicht dabei bleiben wird. Ich werde dich warnen, sobald sich an der Lage etwas ändert. Wenn du Überlebende findest, solltest du dich um sie kümmern. Du kannst ihnen einen Job zuweisen, aber dazu benötigen sie auch die entsprechenden Jobskills. Also. Jobs. Windtalker, Bill. So, was kann denn Bill? Handwerker, Medizin, Wachsamkeit ist der. Okay. Also es ist nur ich und die Party. Kann ich den hier entfernen? Schrott ist ja... Schrotpatronen, Messing 15 Material, ich habe nur 13, ich habe 7 Nahrung, das Werkzeug. Zurück. Jobs. Bill. Ich. Party. Mal in die Bar gehen. Also Bill will immer noch, dass wir Nahrung besorgen, das kannst du vergessen. Sie will, dass mir eine Uzi. Alte Waffenteile fehlen uns dafür noch. Welche?
Okay. Jobs. Aber er ist hier raus. Also wir gehen mal in die Jobs. Werkzeuge 2.1. Okay, Bill. Arzt. Arzt Level 1. Es können kleine Medikits und Munition für den Sanitäter gecraftet werden. Job-Einsatz 150 Erfahrung. Arzt Level 2, 300 Erfahrung. Okay. Medikit, Sanitäter, Munition. Ich verbrauche da 2 und da 2. Ja. Ja. Windtalker. Ich mach Jäger. Ja, aber wir brauchen Nahrung. Crafter-Aufträge, Überlebende, Zusammenfassung. Nahrung 0, Material 0, Werkzeug 0, Gegenstände erschaffen 1, erjagte Nahrung 7, Verbrauch Nahrung 3, Material 2, Werkzeug 1. Okay. Der Tag bricht an, die Überlebenden regenerieren 20% ihrer Lebenspunkte. Hey Windhauger, ich glaube, der Händler hat gerade nach dir gefragt und will dir etwas von dir. Ich sagte, er kann in der Bar auf dich warten. Okay. Bar. Er hat ein Level abgemachte Bill. Kampfskills. Sanitäter hat er wegen auf Schrotflinte. 4. 2. Übernehmen. Jobskills. Ah, da kommen wir mit einem Punkt nirgends weiter. Ne? Ich gebe ihm den einen aber noch hier rein. Zurück. Bah. Ein verbündeter Schmuggler des Camps meldet sich zu Wort. Er bietet einen Deal an, den man vielleicht besser nicht ablehnen sollte. Freizeithose. Aha, okay. Ich höre, du hast schon ein wenig Erfahrung, um wertvolle Gegenstände zu beschaffen. Verkauf mir den Gegenstand Freizeithose einfach, sobald du ihn hast. Ich gebe dir auch eine lange Zeit von 5 Tagen, ihn zu beschaffen. Wenn dir der Auftrag gelingt, kann ich mir eine weitere Zusammenarbeit mit dir vorstellen. Also enttäusche mich nicht, Geschäftspartner. Tipps? Was ist los, wenn ich den Gegenstand nicht habe? Entweder findest du den Gegenstand bei Plünderungen oder du craftest ihn. Die Belohnung sollte es wert sein. Also anschließend verkaufst du mir den Gegenstand im Shop. Da kannst du übrigens auch dein anderes Zeug verkaufen, was du nicht mehr brauchst. Ende. Bis später. Okay. Bill Trish. Wir fangen 2 Werkzeuge, 3 Köfferraum tagsüber auf dem Highway. Wir haben Nahrung, wir haben Material, wir haben das. Medizinische Hilfe. Plus 30% benutzen. Okay, und dann kriegt der Anna das. Ich habe Pistolenmunition 4 von 14. Bill. Also hast du Pistolenmunition? Kampfschutzkopfschild Jobs Bar Party. Gewehr, alte Teile. Spritzen. Das ist, was wir da haben. Okay. Was gibt es denn bei ihm hier? Schrotpatronen für 15 Material. Und dafür kriege ich plus 5 für die Gewehrmunition, ey. Okay, dann schauen wir mal weiter. Zombie-Bedrohung, Punk-Bedrohung haben wir noch nicht großartig. Jobs habe ich gemacht.
gestern. Reisen. Okay. Gehen wir nochmal auf dem Highway. Tipps, um die Person in die Party zu ziehen, wähle unter ihrem Porträt die Schaltfläche Party. Aha. Okay. Bill? Party. Okay. Das sind ja nur wir zwei zur Zeit, gell? Okay. Toll. Dann gehen wir mal reisen. Okay. Bill braucht was zu beißen. Ja. Hoffentlich kriegen wir es diesmal. Einer gegen uns. Ich habe gar nichts mehr im Nahkampf. Bill Rucksack. Gut. Nahkampf, ich. Da hat er immer noch keine Munition. Toll. Eine nette Schlacht. Haut ihm ja doppelt eine rein. Das müsste jetzt mit ihm gewesen sein. Wieder mal alte Kleidungsstücke. Ein LKW. Okay, durchsuchen. Schon wieder Spritzen. Cheerleader und... Ja, die Krankenschwester muss zuerst weg. Weil die kann ja heilen. Okay, gegen die sind wir wenigstens einigermaßen effektiv. Und sie ist relativ schwach. Aber nur relativ. Was hat sie denn noch? Ja, das müsste jetzt dahin sein. Sehr schön. Material 4. Sehr schön. Entdeckt einen schwer angeschlagenen und hungrigen Jungen. Er bittet um Hilfe. Nahrung geben, 2 Rationen, medizinische Hilfe, ignorieren, weitergeben. Ich bin ja so ein Guter, ne? 2 Rationen. Okay. Hey, die zwei sind mies. Wir machen erst. Das ist ja wieder das Nahkampfangriff. Zombie. Nahkampfangriff. Zombie. Die macht wenig Schaden. Der ist blöd. Kampfangriff, Zombie. Geblockt, gut. Blödes Ding. Wieder auf den Cheerleader. Gut gemacht. Nahkampfangriff, Schlipsi. Wieder. Der haut ganz schön rein, mein lieber Gesangsverein. Wieder K.O. Gut.
Aber jetzt war es das mit ihm. Schön die Leichen da. Serum. Aha, Crafting-Material. Was habe ich denn? 151, 258. Okay. Anfeuern? Das müsste jetzt sein. Okay, die Kämpfe sind sehr rudimentär. Naja. Ah, diese Spuckerei immer, ne? Jetzt sind noch 72. Gut. Ich habe ein Level up bekommen. Wieder alte Kleidungsstücke. Kampfskills, Jobskills, Kampfskill. Ich gehe jetzt hier weiter. Und dann zwei Fit Jobs. Ja. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir drei. Erhöhte Resistenzen. Blockchance. Okay. Er hat noch echt gut Leben, muss ich sagen. Okay. Nehmen. Abgestellter Polizeiwagen, der ideale Ort, um Waffen und Ausrüstung zu finden. Das könnte auch gefährlich werden. Aha, Waffenteile. Ah, dann müsste das bald reichen für die Uzi, was die möchte. Das ist das etwas Schwächere. Ja. Ja, wieder mit Vergiften. Okay, sehr schön. Gut, die haben wir weggemeldet. Noch um alte Waffenteile. Ja, so langsam wäre es mal toll, den das Ding zu. Oh, wieder zwei. Die Cheerleader macht nicht viel, der Patzer der. Durchbrechen. Ein Schlag mit 80% physischen Schaden. Die Verteidigung des Gegners wird für zwei Runden um 75% reduziert. Okay, wieder alte Kleidungsstücke. Nehmen. Oh, du hörst in der Ferne das Donnern eines Flugzeugs. Du schaust in den Himmel und siehst, wie eine Militärmaschine Rettungskisten abwirft. Zur Stellung einer Wirbel. Ja, toll, wieder Plünderer Hinterhalt. Na, ganz geil.
70, ich komme hier nicht weg, gell? 125. Nahkämpfe und Frontkämpfe. Nahkampf, durchbrechen, Nahkampf. Uneffektiv. Nahkampf, Angriff. Geblockt. Nahkampf, Angriff. Oh. Sehr schön. Warum muss er immer auf mich schießen? Nahkampf, durchbrechen, zack. Aha, noch 17 Punkte. Nahkampf, Angriff. Okay, aber wir schaffen's. Nein, der blockt. Puh. Kuchen. Medizinische Hilfe. Kuchen benutzen. Kampf. Angriff. Der scheiß Schnitzdreicher ist wieder dabei. Wir sitzen Lebensmittel in der 7,52. Nahkampf, durchbrechen, Krankenschwester. Nahkampf, Angriff, Krankenschwester. Ist okay. Ja, ist auch okay. Durchbrechen, der Schnipsi. Nahkampf, Angriff, Krankenschwester. Sehr schön. Nahkampf, Angriff, Schnipsi. Nahkampf, Angriff, Schnipsi. Ah, hat sich ja noch in Grenzen. Nahkampf, Angriff, Schnipsi. Gut. Material. Ah, öffnen bitte. Einige Dinge. Nahrung, ja. Na, klasse. Welle 1 von 2. Mit Wellen. Angriff, Angriff, Gebissene. Angriff, Angriff, Gebissene. Ja, klasse. Ei, 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 ei. 8 Punkte. Das war's wohl, ne? Nahkampf, Angriff, Gebissene. Nahkampf, Angriff, Zombie. Na, Spitze. Neuer Versuch. Oh nee. Hei, 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 hei. Das Spiel hat's in sich. Prolog überspringen. Ja. Toll. Boah. Tag 1. Ja. Waffe herstellen. Das kennen wir ja schon alles. Ah, was Neues. Treffe Jennifer und Trish allein. Jennifer. Okay, reden mit Jennifer. In der Bar scheint Jennifer nicht zu sein. Du erinnerst dich daran, dass du dich mit der neuen Überlebenden und Trish im Campgelände treffen solltest. Oh, ich habe 14 Skillpunkte. Kampfskill. Nahkampf. Okay, und Job? Ja, ja. Kosten 1, Kosten 2. Probieren wir Survival, bringen Medizin, Handwerk, Survival. Und Medizin. Yes. Ausrüstung. Glock, das Hemd,
den Knüppel und die Muni. Gut. Haben wir alles? Jobs, Bar, Party, Party? Okay. Zurück. Ich soll mich außerhalb des Camps mit ihr treffen. Dem Händler verkaufen wir das hier. Was hast denn du Schönes? Gewehrmuni, Gewehrmuni, Technikermuni, Flipflops. Der Knüppel wäre bestimmt interessant. Aber nö. Zurück. Reisen. Das Camp. Ja. Yeah. Wähle 1 von 3. Als du das Campgelände betriffst, wirst du mit einem großen Chaos überrascht. Dexter mag es nicht gerne sehen, wenn sein Mädchen einfach davonläuft. Was kümmert es dich? Das sind private Angelegenheiten zwischen mir und Dexter. Ich brauche eine Pause für mich. Und deshalb hast du dir direkt neue Freunde gesucht, hä? Moment bitte. Telefon. So, wieder da. Und deshalb hast du dir direkt neue Freunde gesucht, hä? Das kannst du vergessen. Entweder du kommst mit oder wir zwingen dich dazu. Nur über meine Leiche. Sie ist jetzt ein Teil unserer Gemeinschaft. Lauft weg oder ihr seid erledigt. Wir haben unsere Befehle. Sie sind in der Überzahl. Nutzt daher unbedingt meine Fähigkeiten. Trish, Sanitäter, Kampfbereitschaft, Trish. Dann ich. Pistole. Wir haben den Frontkämpfer und eine Rächerin. Ganz toll. Okay. Und Jenny hat eine Schrot. Okay. Viel Schaden. Okay. Trish. Sturmgewehr. Brennende Salbe. Ich, Nahkampf. Schrot, Angriff. Trish. Der war gut. Welle 2 von 3. Trish. Pistole. Angriff. Schote, Streu, zack. Sturmgewehr. Angriff. Nahkampf. Angriff. Ah, es hält sich in Grenzen. Was hatten wir noch? 37. Sunny, Kampf, Trish.
14, keine Runde. Gut. Und die 3 von 3. Ah, das sind verdammt viele. Und wer ist überhaupt dieser Dexter? Ich bin übrigens Windtalker. Schön, dich kennenzulernen, Windtalker. Dexter ist mein eifersüchtiger Ex-Freund und dummerweise auch der Anführer der Punks. Ganz toll. Wir haben eine Kriegerin und einen Attentäter. Trish, Sturmgewehr, brennende Salbe, alle. Pistole, Beinschuss, Kriegerin. Schrotflinte, Angriff, Kriegerin. Ach, harmlos. Harmlos. Trish zuerst. Sturmgewehr, Angriff. Hacke, Angriff. Tschüssikowski. Schrotflinte, Angriff. Harmlos. Nahkampf, Angriff. Das war's. Technikermunition. Was ist denn Technikermunition? Ich hab fast nichts. Jennifer hat ein bisschen. Trish, naja. Diese Punks sind erledigt. Wir sollten darüber reden, Jennifer. Werden sie wiederkommen? Dexter wird keine Ruhe geben. Diese Punks sind erbarmungslos. Ich werde euch aber dabei helfen, sie uns vom Leib zu halten, wenn ihr mich lasst. Wie konntest du denn so jemanden als Freund haben? Verstehe jemand die Frauen? Tja, dann könnt ihr jetzt gerne die Wahrheit erfahren. Ich bin ein Cop und arbeite undercover. Praktischerweise hat sich der Boss der Bande direkt in mich verliebt. Nimm mir das nicht übel, Süße, aber deine Geschichte ist schwer zu glauben. Schaut mich an, meine Kleidung. Hier ist die Marke und mein Ausweis. Hatte ich alles im Wald versteckt und mir zurückgeholt. Okay, das sind überzeugende Argumente. Schön, dass du jetzt dabei bist, Jennifer. Ich fürchte, wir brauchen eine Pause. Wir sehen uns später. Quest erfolgreich. 100 XP, 2 Werkzeuge. Zusammenfassung des Tages. Funde Nahrung, 2 Material, 7. Verbrauch Nahrung, 3 Material. Okay. Tag 2. Eine Frau besucht das Camp. Sie sieht mitgenommen aus, aber nicht daran interessiert, ein Teil der Gemeinschaft zu werden. Sie bietet dem Camp einen Tauschhandel an. Für 6 Material bietet sie euch im Gegenzug diese Kleidung zum Sonderpreis an. Unterhemd Level 3. Ja. Yeah. 20% Lebenspunkt. Okay. Als du dich vom Angriff der Punks erholt hast, blickst du in die kühlen Augen der Polizistin. Danke für deine Hilfe, Windtalker. Ich hoffe, wir werden ein gutes Team sein. Die Punks sind gerissen und harte Typen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass sie uns nicht überrennen. Als hätten wir mit diesen Untoten nicht schon genügend Probleme. Also gut, dann lass uns sehen, was wir heute zusammen erledigen können. Ich hoffe, du hast dich eingelebt, Windtalker. Noch ist das Camp sicher, aber ich habe das miese Gefühl, dass es nicht daran beibleiben wird. Ich werde dich warnen, sobald sich an der Lage etwas ändert. Wenn du Überlebende findest, solltest du dich um sie kümmern. Du kannst ihnen einen Job zuweisen, aber dazu benötigen sie auch die entsprechenden Jobskills. Gut. Jetzt will ich mal... Bah. Erstmal Trish. Und Trish ist allein in der Bar. Okay, Waffe herstellen. Reden mit Trish. Wir sind im Camp nahezu ohne jegliche Verteidigung. Du solltest deshalb eine neue Waffe im Jobcenter craften. Waffe craften. Wie crafte ich eine Waffe? Im Jobbereich können Überlebende oder du eine Waffe erschaffen. Ein Büchsenmacher benötigt die erste Stufe des Jobs Ausrüster. Das Unterfangen würde eine Nacht, etwas Nahrung und ein Werkzeug kosten. Material der Waffen. Wo finde ich das Material für die Waffen? Waffenteile lassen sich bei Zombies, weiteren Überlebenden, Drohnen oder Gebäuden finden. In der Stadt gibt es viele davon, aber da sucht der Sheriff nach einem Weg hinein. Trish Tätigkeit. Was genau magst du hier in der Basis? Ich arbeite hier und kümmere mich um das Lager. Ich werde sicher immer mal neue Aufträge für dich zur Verfügung haben, wo du mir zur Hand gehen kannst. Okay. Für die Hilfe bedanken. Danke für eure Hilfe, aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier zu bleiben. Natürlich macht es Sinn. Wir werden deine neue Familie sein. Wir können uns gegenseitig beschützen. Neue Familie? Ich denke, dafür bin ich noch nicht bereit. Aber wir haben einen Plan und du kannst Teil dieser Gemeinschaft sein, Windtalker. Es ist gut, wenn es Menschen gibt, die etwas aufbauen wollen. Ende. Bis später. Okay, wir haben also dieses Material beschaffen. Ah, Windtalker hat Skill.
Okay, oder wir gehen hier. Noch 3, das kostet mich 5. Aber kosten viel. Mache ich hier noch irgendwas? Ich gehe noch ein bisschen auf Sunny Weide. Ja. Ja, ich hätte jetzt auch auf den Shop gehen können. Okay. Und sie hat 7. Sie ist gut mit der Schrot, sie kann aber scheinbar nur auf Job gehen. Ne? Ah, sie ist schon da in der Kampfskills, okay. Nahkampf ist ein bisschen, Sunny ein bisschen, okay. Jobskill. Ich glaube, sie wird meine Handwerkerin, ha? 2. Kampf. Ja, yeah, ja. Yeah. Dazu brauchen wir bald 2. Okay, das lassen wir mal so. Die können wir ja aufheben. Okay, Ausrüstung. Was hast du? Ich habe 14 von 14 Schuss, so wie ich das sehe. Ein Unterhemd Level 3. Level 2. 3%, das macht aber ein bisschen mehr. Okay. Ja, ich will dich mit blutigem Unterhemd sehen, Baby. Ja. Okay. Body. Shop. Techniker-Munition. Gibt 5 Material. Alles klar. Medizinisch habe ich gar nichts gehabt. Okay. Jobs. So. Händler war ich. Herausforderung. Wir machen heute mal einen Jobtag. Was habe ich jetzt bei ihm jobskillmäßig? Survival oder Medizin? Okay. Also Jobs. Ich habe nur noch 3 Nahrung. Jäger. Moment, erst macht sie. Jennifer. Schmied, Jäger. Du baust uns nichts, weil es geht nicht. Wahrscheinlich nur das oder das. Wir lassen beide jagen gehen. Hä? Ach, das kann sie gar nicht. Sie kann ausrüsten, Büsten, Wächter. Aha. Okay, also da kann sie gar nichts machen. Ausrüster. Da wir nichts haben. Uns fehlt mir irgendwas. Okay. Aber Wächter. Na, dann würde ich sagen, wir machen Jäger. Ja. Weil wir brauchen Nahrung. Gut. Tag 3. Zusammen was in Nahrung 0, Material 0, Werkzeug 0, Gegenstände erschaffen 0, erjagte Nahrung 5, verbrauchte Nahrung 2, Material 0, Werkzeug 1. Okay. Tag bricht an, die Überlebenden regenerieren 20% ihrer Lebenspunkte. Hey Windtalk, ich glaube, der Händler hat gerade nach dir gefragt, den Beutel von dir. Er kann in der Bar, okay, der will eine Uzi. Reden mit Händler. Ich hörte, du hast schon ein wenig Erfahrung, um wertvolle Gegenstände zu beschaffen. Verkaufe mir den Gegenstand Uzi einfach, sobald du ihn hast. 5 Tag Zeit. Okay, Tipps. Entweder du findest den Gegenstand bei Plünderung oder du craftest ihn. Die Belohnung sollte es wert sein. Okay. Ende. Bis später. Wir haben 6 Nahrung, wir haben volle HP. Alles klar, wir gehen auf Reisen. Das Camp, Wald tagsüber, Highway tagsüber.
Untote und gefährliche Wölfe bevölkern den einst idyllischen Ort. Außengelände des Camps, ein geeigneter Treffpunkt für Überlebende. Im Angriffsfall Munition, Techniker, Munition und Sanitäter Munition. Highway schlängt sich weiter durch die Wälder im Westen. Rechtes Gebiet 0. Medizinische Komponente, alte Kleidungsstücke, alte Waffenteile. Okay. Nahrung, Material, Patronen, Hülsen. Das Camp heißt Überlebende. Ja, Reisen. Aha, alles klar. Okay, das ist mehr so ein Treffpunkt. Gut, wir probieren mal hier. Alles klar. Nahrung gibt's hier halt gut. Zwei Wölfis. Oh! Das sind untote Wölfe, geil. Ja, schön. Ja, die Viecher machen viel Schaden, so wie es ausschaut. Nahkampf, Angriff. Sehr schön. Nahkampf, Angriff. Okay, die machen recht viel Schaden, die Wölfis. Ja, schaffen wir es? Sehr schön. Kuchen plus 10%, das ist doch mal was. Du erreichst einen Abschnitt des Waldes mit fruchtbaren Büschen voller Beeren. Beeren sammeln. Ihr sammelt einen kleinen Eimer voll köstlicher Beeren. Sehr schön, zwei Nahrung. Perfekt. Weiter geht's. Schwächender Biss. Was haben wir denn? Angeschlagener Streuner und ein untoter Wolf. Aha. Pistole, Angriff, untoter Wolf. Trish, Schrotflinte, Streuschuss. Ja, wir machen schon recht Schaden. So, aber der untote Wolf ist gleich tot. Nahgriff, Angriff und toter Wolf. Wir sind ein Wolfbekämpfer. Lager, Angriff. Uiuiui. Lager, durchbrechen. Uneffektiv. Aha. Mit einem HP, ne? So, was haben wir denn hier? Patronenhülsen, das Crafting-Material. Krankenschwester Wolf. Okay, das war schön. Oh, Level Up bei mich. 7 Punkte Kampfskill. Ich will die Pistole 1 hoch machen.
in Nahkampf. Wir gehen mal auf Nahkampf. Job Skills. Ja, ja. Wollen wir speichern? 3 Punkte habe ich noch. Und ich mache noch einen mit rein. Ja. Assistant. Techniker und das. Wir haben den Kuchen plündern. Nehmen. Du hältst für einen Moment inne, ein kleiner Weg zweigt zu einem Pfad ab und dort angekommen entdeckst du eine düstere Höhle. Die Höhle erforschen. Lederkleidungsstücke. Nehmen. Sehr schön. Schwächender Biss. Ein angeschlagener Streuner. Pistole. Das ist ihr letzter Schuss, wa? Okay. Nahkampf, Angriff. Gut gemacht. Beinschuss. Und was hat sie noch? 200, okay. Bisschen gegen den recht uneffektiv. Aber das war sein letzter Streich. Ja, den haben wir jetzt. Sehr schön. Material haben wir gefunden. Gebiet 25. Also es hat jedes Ding hat. Es geht dann weiter, weiter, weiter. Okay. Was haben wir denn? Also Pistole, Angriff, Dunkelwolf. Nahkampf, Angriff, Dunkelwolf. Wir versuchen uns auf ein Ziel zu konzentrieren. Doppelter. Das ist. Okay, hat geblockt. Sehr schön, Dunkelwolf weg. Und Dunkelwolf. So. Und der 2 hat der Wolf noch. Wir machen aber weiter hier mit Nahkämpfen. Gut, der macht noch einen Angriff. Das war auch nur der schwächende Biss. Wieder Material erwischt. Okay, 3 Stück. Gebiet 25. Gegner. Level 3 und Wüt. Ach, man sieht es vorher. Ich meine, ne? Wir gehen zurück. Jo. So. Was ist passiert? Zusammenfassung. Nahrung 2, Material 6. Verbrauch Nahrung 2. Sehr schön. Dann 20% Lebenspunkte Regeneration. Okay. Gibt es in der Bar was Neues? Der Händler wartet drauf. Wir sind dann doch etwas angeschlagen. Zurück. Jobs. Sie macht... Sie mir jetzt den Arzt spielen? Nein. Jobs. Sie spielt Wächter? Ja. Und der Windtalker macht wieder uns den Jäger. Genau. So, erzählt mal. Zusammenfassung.
nichts gefunden. Erschaffen 5 Nahrung, Verbrauch 3. Werkzeug 1. Okay. Eine Versorgung besucht das Camp. Sie sieht mitgenommen aus, aber nicht daran interessiert. Sie will einen Tauschhandel mit uns. Unterhändler Level 1, verfügbare Material. Vorschlag ablehnen. Okay. 20%, alles klar. Oh, rette eine Gruppe Überlebender auf dem Highway-Gebiet 3 bei Nacht. Toll. Aha. Jobs. Okay, na, dann reisen wir mal. Okay. Highway nachts. Reisen. Die scheinfähige Party. Ich bin allein losgezogen. Sehr clever. Angriff. Gebissener Passant. Er spuckt. Er ist feige. Nahkampf. Angriff. Gebissener. Pistole. Angriff. Angeschlagener. Spucken. Toll. Toll. Nahkampf durchbrechen. Nahkampf, Angriff. Okay. Nahkampf, Angriff. Neue Kleidungsstücke. Crafting-Material. Liegt ein LKW, 500 von Material, Werkzeug, manchmal sogar Ausrüstung. Durchsuchen. Na klasse. Pistole, Angriff. Nahkampf, durchbrechen. Nahkampf, Angriff. Angriff. Nahkampf, durchbrechen. Ah, warum bin ich denn allein losgezogen? Gewehrmunition. Kann ich zurückkehren? Ja, weil das bringt nichts. Alter Falter. Wer braucht denn Nahrung 2? Ganz toll. Tauschhandel. Flipflops für 4 Material. Prozent. Hehe.
Ganz toll. Jobs. Jennifer Wächter. Windtalker geht jagen. Fünf Nahrung, drei verbraucht, ein Werkzeug verbraucht. Vier Rationen, 18 Material verfügbar, 8. Okay. Jobs. Immer Nachteile, das können wir jetzt gar nicht sehen. Drei Kofferräume tagsüber auf dem Highway ist das mit Bill. Okay. Okay. Wir machen aber heute Jobs. Kann Jennifer inzwischen was herstellen? Nein. Bill Jäger. Bill geht. Er kann nicht jagen. Er kann Arzt, Ausrüster, Büchsen oder Wächter. Jennifer. Geht auch nichts, so wie das aussieht. Doch, eine Jeans kann man bauen. Jennifer kann eine Jeans bauen oder Sneakers. Material 10, Werkzeug 2, neue Kleidungsstücke. Aber dann kann ich nicht. Hey. Jobs. Ich muss jagen gehen. Sechs und vier verbraucht. Toll. Ganz toll. Fünf Nahrung. Kein. Geil, wir können losziehen. Okay, ganz geil. Ausrüstung. Okay. Keine Muni. Keine Muni. Okay. Na, klasse. Zurück. Reisen. Highway tagsüber reisen. Zu dritt. Juhu. Ah, Level Up hat Jennifer. Job und Kampf. Krankenschwester. Okay. Ja. Nahkampf. Angriff. Krankenschwester. Bill. Nahkampf. Angriff. Krankenschwester. Harmlos. So. Nahkampf, Angriff, Kranki. Angriff, Schlipsi. Ah, ganz toll. Nahkampf, durchbrechen, Schlips. Sehr schön.
Angriff, Schlips. Fast kein Schaden geblockt. Angriff, Angriff. Das war gut. Macht's bin fertig? Ja. Sehr schön. Alte Kleidungsstücke, Crafting-Material. Okay. Schulbus. Vorsicht vor Plünderern, wir durchsuchen. Kuchen. Nehmen. Medizinische Hilfe. Windtalker darf den Kuchen essen. Yes. Kampf. Gebissene und tote Krankenschwester kommt als nächstes. Okay. Nahkampf. Angriff. Nahkampf, Angriff. Nahkampf, Angriff. Nahkampf. Durchbrechen und hoch. Nahkampf, Angriff. Und Angriff. Sehr schön. Das war gut. Gold. Aha. Ein Schlips und ein Gebissener. Es ist ja schön, dass man das vorher immer sieht. Ja, gleich mal einen. Okay. Nahkampf. Durchbrechen. Gebissener. Nahkampf. Angriff. Okay. Der überlebt nicht mehr lang. Das sind harmlose Angriffe. 14 Nahkampf, durchbrechen des Schlips. Das macht Nahkampf, Angriff auf den gebissenen Passant. Ah, oh, wieder mit Bluten, ne? Nahkampf, Angriff, Schlipsi. Okay, Nahkampf, Angriff, Schlipsi. Immer nur auf mich. Kampf durchbrechen, Schlipsmann. Nahkampf, Angriff, Schlipse. Sehr schön. Alte Kleidungsstücke nehmen. Polizeiwagen auf einer Brücke, der Wagen wäre darunter zu fallen. Er könnte Waffenteile, Patronenhülsen oder gar Munition erhalten. Vorsicht vor Plünderern. Tja, nochmal oder nicht, ne? Vorhin war es schlecht. Weitergehen. Schlipsträger angeschlagen, Streune. Der ist nervig, ey. Okay, Nahkampf, durchbrechen. Streune. Nahkampf, Angriff. Mach dieses Doppelding. Aber wenn man Schaden bekommt, ist man gleich wieder da. Nahkampf. Angriff. Angriff. Streuer. Okay, geblockt. Und. Yes, er ist hinüber. Schon wieder. Durchbrechen gegen Schlipsmann. Nahkampf, Angriff. Schlipsi. Okay, zu dritt merkst du natürlich, dass sich der Schaden mehr verteilt. Wie vorhin die Zweiergruppe, das war schon. Das könnte eventuell. Blockt wieder. Ich glaube, man gerät rein. Der war schön. Der war ein guter Schlag. Wieder alte Kleidungsstücke. Militärmaschine, Rettungskisten. Da gehen wir hin.
Neue Waffenteile gelagert sind. Viele sind beschädigt, aber es gibt auch ein paar Treffer. Neue Waffenteile nehmen. Aha. Gut. Wir haben einen gebissenen Passant. Den machen wir jetzt weg. Schon mal nicht mitspielen. Nahkampf durchbrechen. Nahkampf, Angriff. Nahkampf, Angriff. Ah, es geht. Witzig. Okay. Ja, zu dritt kommst du weiter. Das merkt man. Alte Waffenteile. 226, 317, 237. Ja, geht noch. Wir haben kein Werkzeug. Wenn wir kein Werkzeug haben, haben wir ein Problem mit Nahrung. Uiuiuiui. Wir gehen diesmal auf die Krankenschwester. Ja, das reicht. Das reicht. Ah, Crit gegen sie, aber sie hat noch die meisten Lebenspunkte, das geht. Oh, hat geblockt. Doppelkralle. 40. Ah. Sehr schön. Serum, ein Crafting-Material. Und wir haben 2 Level Ups. Kampfskills, Jobskills, Kampfskills. 5 und dabei auch noch Job. Was habe ich hier? Kosten 3. Okay. Hier machen wir unsere Medizin weiter. Dann ein Bill. Kampf. 1, 2, 3. Bleibt eine über. Ich gebe ihm einen in Survival. Sehr schön. Plündern. Bill findet ein passendes Auto. Du beschließt so leise wie möglich zu sein, niemand aufschrecken. Öffnen. Wir hören. Yes, 2 Namen. Nehmen. Gehen wir weiter und sei bitte leise. Ja, er ist immer nervös und redet dann laut. Was haben wir denn? Gebissener Passant und tote Krankenschwester. So. 76, 86. Der macht ja nicht viel, Mann. Nahkampf. Durchbrechen. Die Krankenschwester. Nahkampf, Angriff. Das reicht aber nicht, sie wegzumachen, ne? Nahkampf, Angriff. Wäre geil, wenn man es mit 2 Leuten schaffen würde, sie wegzumachen. Das Spiel macht Spaß. Ich meine, diese Kämpfe sind zwar bisher immer relativ gleich, aber es hat durch was. Den könnten wir fast schaffen. Den hätten wir auch geschafft, wenn wir gleich angegriffen hätten. Mit 2. Pistolenmunition Messing. Nehmen. Das ist das Auto. Öffnen. Nochmal 2 Nahrung, sehr schön. Ausrüstung. Wind. Zack. Wir haben wieder ein paar Schuss. Okay. Kampf. Ein Streuner und einen gebissenen Passant.
Eliminator. Ein Tritt mit 50% physischem Schaden. Es besteht eine 75% Chance, dass der Gegner eine Runde bewusstlos zu Boden geht. Bei kritischen Treffern wächst die Chance auf 100%. Benötigt die Aktionspunkte 2. Okay, Angriff. Okay, Nahkampf, Angriff. Okay, wenn ich das nicht durchbrechen mache, dann will er nicht. Das war okay. Nahkampf. Eliminator. Okay, der ist immun dagegen. Schön zu wissen. Nahkampf. Gut. Einen Softdrink plus 5%. Okay. Ein verlassenes Auto. Öffnen. Nahrung, yes. Ah ja, okay. Welle 1 von 2. Die Cheerleaderin ist ein wenig härter, die kleine Schwester. Naja. Gut. Nahkampf. Durchbrechen. Nahkampf. Angriff. Nahkampf. Angriff. Okay. Oh, faules Erbrochenes. Toll. Nahkampf. Angriff. Okay, das war's mit dir. Sehr schön! Der Angelagerschlagene. Der, okay. Eliminator. Aha, cool. Nahkampf durchbrechen. Nahkampf, Angriff. Angriff. Heilig. Ja. Sehr gut. Das war schön. Schrotpatronen, Messing, Munition, nehmen. Wir gehen zurück. Sechs Nahrung verbraucht 3. Okay. Plünder haben mich an, was soll ich haben? 7 Material, 2 Nahrung und ein Werkzeug gestohlen werden, keine Wachposten. Na geil. Für 2 Freizeithose Level 1, verfügbare Materialien 21. Okay. Der Mann ist kein Soldat. Aha. Du wirst nicht alles an einem Tag schaffen können. Du nichts zustimmen. Bild darf man wohl nicht zu hart dran nehmen. Okay. Wir haben eine neue Überlegung gefunden. Liz ist mit dem Sheriff auf Streife gegangen. Du könntest sie abholen. Suche den Sheriff und Liz auf dem Highway nachts alleine auf. Alleine. Ganz toll. Jobs. Jennifer. Was kann denn die Jennifer? Arzt, Ausrüster, Büchsenmacher, Wächter. Was kann der Bill? Gewehr. Entschuldigung. Wir haben ein Werkzeug. Der Bill kann doch jagen gehen, ne? Zurück.
Die Jennifer ist Wächter. Ja. So. Reisen. Highway nachts. Okay. Ja. 300, medizinische Hilfe, Kuchen, benutzen. Ah, ich bin wieder fast voll. Okay. Ausrüstung. Ich habe ein paar davon. Freizeithosen. Kampf. Boah, gleich zu dritt kommen sie daher, ne? Mit Spuckengiftschaden aus, mit Immunität ist die immun gegen K.O. und Betäubung. Alles klar. Angriff. Ganz toll. So. Neue Waffenteile gefunden. Sehr schön. Das ist wieder das mit diesem Ding. Weitergehen. Oh, schön. Ah, es ist Windhawk. Würde ich zurück ins Camp bringen. Lass uns auf den Biester den Chaos machen. Ganz toll. Rucksack. Medizinische Hilfe. Benutzen. Benutzen. Zurück. Was hat sie denn? Sie hat eine Knarre. Pistole. Angriff. 100 effektiv. Gut, Sheriff ist weg. So, was können wir? Pistole, Beinschuss, Nahkampf, Eliminator, Schlipsträger. Ja, war schön. Nahkampf, Angriff, Steuern. Okay. Nahkampf, Angriff, Schlitzträger wegmachen. Pistole, Angriff. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wenn die 2 von 3. Kritischer Treffer.
Krankenschwester. Wir machen die Krankenschwester weg. Sehr schön. Nahkampf auf die Krankenschwester. Hat geblockt. Super. So, Nahkampf. Eliminator, Schlipsträger. Perfekt. Nahkampf, Angriff. Zombie-Cheerleader. Und die nächste ist hinüber. Nahkampf, Angriff, Schlipsi. Nahkampf, Angriff, Schlipsi. Darf der echt noch zuhauen? Schlipsträger. Blockt der auch noch, ey. Gut gemacht. Welle 3 von 3. So, was haben wir denn? Wir haben den gebissenen Passant. Der war gut. Pistole, Angriff. Die Immunen, ne? Ja. Kampf. Durchbrechen. Na, geht. Oh, stimmt, kritisch. Gut, weggemacht. Na, Kampf. Durchbrechen. Hier. Angriff. Gut. Doppelkralle. 43. Sehr schön. Waffenaufrüstung, Crafting-Material. Okay. Wir nehmen das. Gut gemacht. Das war ein ewig langer Kampf. Die Biester haben nachts so großen Hunger, dass sie sich in ganzen Horden zusammenraufen. Danke für die Hilfe beim Talker. Wir haben heute einige Materialien sammeln können. Das Abenteuer hat sich gelohnt. Wir sollten zurückkehren. Das ist kein Ort, an dem man lange verweilen kann. Kommt, lasst uns den Wagen nehmen und ins Camp zurückfahren. Hier, für deine Bemühungen, Windtalker. Schau nach, wer das Medikit am dringendsten braucht. Ich. Jo. Zusammenfassung. Funde 00. Erjagte Nahrung 6. Verbraucht 5. Verbrauch ein Werkzeug. Ganz toll. Der Tag bricht an. 20% Lebenspunkte Regeneration für alle. Okay. Der geheime Rede mit Liz in der Bar. Es war ein heftiger Kampf gestern. Wärst du nicht zur Hilfe geeilt, wären wir vielleicht nicht mehr im Leben. Dafür wollte ich mich nur bedanken. Das war meine Aufgabe. Ich gebe mein Bestes. Sollen wir heute vielleicht gemeinsam aufbrechen? Ich habe da noch ein anderes Problem. Wenn du mehr darüber erfahren willst, besuch mich einfach in der Bar. Man sieht sich. Windtalker, ich habe eine extrem wichtige Aufgabe für dich. Das Schicksal unseres Camp hängt davon ab. Also höre gut zu. Nicht weit von hier in der Nähe des Highway gibt es einen schwer beschädigten Funkturm. Wir haben derzeitig keinen Zugriff auf jegliche Informationen von außen. Weder wissen wir, was die Regierung plant, noch können wir weiter Überlebende anfunken. Sehr viele Materialien und auch einige Werkzeuge sammeln. 5 Tage Zeit. Toll. Okay, meine Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir werden übermorgen weitermachen mit Dead Age. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.